Jeder kennt verrückte Sendungen wie Wetten, das, Schlag den Star oder Zirkus Halligalli. Aber es geht noch merkwürdiger. Von Naturgeburten bis zu einer an SM erinnernden Version vom Bachelor. Deshalb haben wir heute für euch 5 Fernsehsendungen, die es tatsächlich gibt. Viel Spaß! Nummer 6. The Swan. Die Sendung erinnert an The Biggest Loser, nur halt ohne Sport. Die Show greift nicht zur Hantel, sondern zum Skalpell und zur Schminkpalette und macht aus Frauen mit ein paar Pfund zu viel auf der Hüfte wandelnde Barbiepüppchen. Am Ende der Show werden die Teilnehmerinnen wie in einer Misswahl zur Schau gestellt. Jetzt verstehe ich auch den Namen der Sendung. Vom hässlichen Entlein zum eher künstlichen Schwan. Naja, machen wir weiter mit der Nummer 5. Born in the Wild. Mit dem Boom der Fernsehbranche kamen nicht nur gute Fernsehshows auf den Markt. Nein, es kamen auch eher fragwürdige Shows, in denen Menschen sich in die Natur begeben. Und es ist jetzt nicht die Rede von das Dschungelcamp, sondern von Sendungen wie Born in the Wild. Denn in Born in the Wild handelt es sich um eine Show, die eine Frau in der freien Natur zeigt, die ein Baby je nach Kulisse im Fluss, auf einem Baum oder am Fuße eines Vulkanes gebärt. Nicht so lecker, denn die Kameramänner dieser Show haben es mit ihrer Arbeit wirklich ernst gemeint und konnten hochauflösende Bilder von dem Unterleib der von Schmerzen geplagten Mütter aufnehmen. Es ist nicht nur extrem eklig, sondern auch gefährlich, denn bei einer Geburt in der Natur sind nun mal nicht die medizinischen Standards wie im Kreissaal vorhanden. Und die Nummer 4, Man vs. Beast. In der US-amerikanischen Show tritt eine Person gegen ein Tier an. Dabei gilt es, das Tier zu übertrumpfen. In einer Challenge konnte man einen Navy Seal sehen, der einen Orang-Utan in einem Kletterparcours überbot. Oder wie ein Bär gegen einen Mann beim Hotdog-Wettessen gewann. Eigentlich ein recht einfaches Konzept, aber die Zuschauer haben die Sendung geliebt. Und die Nummer 3, American Huggers. Um in Amerika eine erfolgreiche Reality-Show zu starten, nimmt man einfach ein x-beliebiges Wort und packt American davor. Et voilà, die Leute gucken es. Genauso eine Show ist American Huggers. Man sieht eine Familie, die sich auf die Schweinejagd spezialisiert hat und als so eine Art Schweinefeuerwehr agiert. Wenn jemand sie anruft, schreiten sie los und beseitigen dieses Tier. Auch wenn der Ablauf in jeder Folge der gleiche ist, haben die Leute jeden Abend wieder eingeschaltet, um 22 Minuten lang einen Texaner einem Schwein hinterherrennen zu sehen. Und die Nummer 2. Japanische Reality-Shows. Es gibt unzählige von diesen bizarren Reality-Shows in Japan. Nicht nur, dass sie alle kunterbunt sind. Viele der Shows erinnern an Schlag den Raab. Die Bestrafungen der absurden Aufgaben waren oftmals noch fragwürdiger als die Show selbst. Wenn du eine Aufgabe nicht erfolgreich meistern konntest, dann passieren Dinge, wie dass du einen nackten Po ins Gesicht gepresst bekommst. Oder wie in einer anderen Show, in denen Männer Karaoke singen. Natürlich reicht Karaoke nicht. Nein, die Männer, die dort singen, werden dabei von einer gut aussehenden Frau per Hand stimuliert. Ich persönlich finde diese Shows eher traurig als irgendwie witzig. Die Japaner eben. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Stellt euch die Show Bachelorette vor, nur dass die Männer eine Maske tragen und dadurch nicht mit ihrem Aussehen, sondern nur mit ihrer Persönlichkeit punkten können. An sich klingt das Konzept sehr clever, würden die Masken nicht aussehen, als wären sie aus einem SM-Laden. Jetzt könnt ihr euch noch 5 krasse Serienfehler anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao.